Hallo ihr Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch, wie ihr ein leckeres, gefülltes Hähnchen zu Hause selber hinbekommt und dazu noch leckere Beilagen. Und wenn ihr wissen wollt, wie das alles geht, bleibt gerne dabei und bis später. Ich beginne als erstes mit dem Hähnchen, denn das dauert am längsten von allem. Und da beginne ich als erstes mit der Füllung. Und dafür nehme ich mir zuerst einmal eine kleine Zwiebel und die schneide ich mir in 4 Teile. Dann nehme ich mir so eine Knoblauchzwiebel und die schneide ich mir einmal genauso durch die Hälfte durch. Dann fehlt noch eine Zitrone und davon nehme ich einmal die Hälfte davon und die schneide ich mir auch ebenfalls in 4 Teile. Worauf ihr noch achten müsst, ist natürlich zu gucken, wie groß euer Hähnchen ist, weil je nachdem, wie groß oder klein das ist, passt natürlich mehr oder weniger rein. Dann kann ich jetzt einmal das Hähnchen befüllen und dafür gebe ich einmal jetzt die Zwiebelstückchen da rein. Dann kommt noch ein Bund Rosmarin und ein Bund Thymian hinzu. Davon nehme ich mir ein paar Zweige ab, denn die kann ich noch für später gebrauchen. Und den Rest gebe ich jetzt hier ins Hähnchen rein. Daraufhin folgt dann noch der Knoblauch, den gebe ich rein. Dann noch die Zitronenstücke und wer noch übrig hat, ein paar Zwiebelstücke. Und dann sind wir auch schon mit dem Befüllen fertig. Jetzt kommen wir nur noch zu der Haut von dem Hähnchen. Und dafür mache ich mir so eine Buttermarinade. Ich nehme als erstes 120 Gramm Butter und dazu presse ich 2 Knoblauchzehen. Das würze ich dann noch mit 1,5 Teelöffel Salz, 1 Teelöffel Petersilie, dann noch 1 Teelöffel Pfeffer, 1 Teelöffel Zwiebelpulver und noch 1,5 Teelöffel Paprikapulver. Dazu gebe ich dann noch einen kleinen Zweig von dem Rosmarin eben und noch einen Zweig von dem Thymian. Und das schneide ich mir in kleine Stücke und gebe das ebenfalls noch hinzu. Und das alles vermenge ich jetzt mit einer Gabel zusammen. Und dann habe ich jetzt hier die fertige Buttermarinade. Jetzt müssen wir die Marinade natürlich nur noch ans Hähnchen bringen und dafür gehen wir jetzt hier einmal an den Rand von dem Hähnchen und dann gehen wir mit der Hand so da rein und ziehen quasi die Haut so auseinander, dass ihr jetzt so eine Öffnung habt und das machen wir quasi an beiden Hähnchenhälften. Wenn ihr die dann auseinandergezogen habt, müsstet ihr so quasi 2 Hohlräume haben und da gebt mir jetzt von der Butter etwas rein und das drückt ihr dann quasi weiter nach unten und verteilt das so an dem ganzen Hähnchenrand. Dann nehmen wir jetzt noch die beiden Hähnchenschenkel und die binden wir jetzt nach oben hin zusammen. Mit der restlichen Buttermarinade reiben wir jetzt einmal das Hähnchen von außen komplett ein. Als letztes geben wir noch neben das Hähnchen in die Form ein paar Möhrenstücke, dann wenn noch übrig ist ein paar Zitronen- und Zwiebelstücke, dann noch ein paar von den Gewürzzweigen und dann kommt das auch alles schon in den Ofen bei 180 Grad. Und dann kommt es halt darauf an, wie groß euer Hähnchen ist, aber für ungefähr 1,5 bis 2 Stunden. So, während das Hähnchen jetzt im Ofen schön brät, bereiten wir schon mal den Rest vor. Und dafür mache ich heute einmal Bohnen mit Speck. Und dafür nehme ich zuerst mal eine Pfanne und da gebe ich etwas Öl rein und lasse das heiß werden. Da rein gebe ich dann ein Päckchen Speck und das lasse ich kurz anbraten. Wenn der Speck dann fast angebraten ist, gebe ich noch die Bohnen hinzu. Dafür nehme ich ungefähr 500 Gramm Tiefkühlbohnen und die lasse ich kurz mit anbraten. Und dann kann ich auch schon einen Deckel drauf geben und dann kann ich das alles auf mittlerer Stufe für ungefähr 20 Minuten garen lassen. Neben den Bohnen gibt es heute auch noch Mais als Beilage und dafür nehme ich mir diese Maiskolben und die schneide ich mir einmal in 2 Teile und die gebe ich dann in einen Topf mit kochendem Wasser und das lasse ich dann für ungefähr 20 Minuten köcheln. Dann haben wir jetzt hier unser fertig gebackenes Hähnchen. Das holen wir jetzt einmal aus der Bratenform raus, denn die Flüssigkeit brauchen wir nämlich für die Soße. Ich habe jetzt hier 6 Esslöffel Butter in der Pfanne heiß werden lassen und schmelzen lassen. Dazu habe ich dann 6 Esslöffel Mehl gegeben und das habe ich dann miteinander verrührt. Und das habe ich dann kurz köcheln lassen, bis das so eine schöne goldige Farbe bekommen hat. Zu der Mehl-Butter-Mischung gebe ich auf jeden Fall jetzt die Flüssigkeit von dem Hähnchen einmal dazu. Das sollten so etwa ungefähr 500 Milliliter sein. Und das rühre ich jetzt alles gut miteinander um und lasse das auch nochmal kurz aufkochen, aber dabei wirklich immer rühren, dass euch das nicht anbrennen kann. Dann haben wir jetzt hier unsere fertige Soße. Die ist schön dickflüssig geworden und dann können wir jetzt auch alles servieren. Dann haben wir jetzt hier das fertige Essen. Hinten einmal die Parmesan Dinner Rolls, die passen heute super dazu. Die könnt ihr auch super einmal kurz warm machen, dann werden die auch wieder weicher. Und noch den selbstgemachten Kartoffelpüree, aber ich kann euch die Videos dazu einmal hier einfügen und nochmal unten in die Infobox schreiben. Ja, und dann sieht man natürlich noch die Maiskolben und noch die Bohnen mit Speck und natürlich nicht zu vergessen das Hähnchen. Das schneiden wir jetzt hier einmal an
Und dann sind wir auch schon fertig. Ich hoffe auf jeden Fall, dass das Video euch gefallen hat. Ihr könnt mir gerne ein Like da lassen, abonniert meinen Kanal und macht auch die Glocke an. Und wie immer gerne bis zum nächsten Mal.